So. Dann fehlen uns noch Kahn und Anna. Wir spielen diesmal wieder jetzt auch anders als im Hauptspiel, nur auf normal. Oh, it never ends, this stuff. You complete a mission and give the base a radio hail on your way back to let them know you're coming. They send you on another milk run. Sometimes I wish radio was never invented. Anyway, this time, it seems like fun. I've got to stop a Hansa train captured by the rats. It's been quite some time since I had stuff to blow up, so never mind if I do. Secret Agent Ullman, on the air! Cut the jokes, the target's approaching. Roger that. By the way... Yes? Are you sure you won't blow the tunnel up? You can take it to the bank. All right then, over and out. Kommt da jetzt die Explosion? And here we are. Okay, ja, kommt ein Zug und der springt das. Okay. That's what I call a job well done. Okay, nochmal gucken, ob hier noch was ist. Nee. Kann ich meine Taschenlampe aufladen? Nee, kann ich nicht. Sag mir nur, wie viel Strom da drin ist. Das ist eine Shotgun mit einem Ziffernrohr. Das ist ein Maschinengewehr mit einem Ziffernrohr. Da. Looks like you caught up with it finally, so you can take your time and tell. By the way, we? Who? Artyom and me. Artyom, by the way, is on the other side of this cave-in by the looks of it. Artyom? What the hell is he doing here? Saving the metro again? I'll tell you later. Let's go. And the Ashton is in here. To boss, I have a lot of news for Mila. And none of it is good. And what about Artyom? Although he did end up on the other side of the cave-in, I'm sure he'll get the police with little trouble. We'll meet him there. Let's go. This seems interesting. Could you at least give me a digest? Well, the Reds stole some bioweapons from the D6 and are now planning to take over the Metro. Yeah, it really is kind of exciting. So, the Reds. Why? Well, there's this General Corbett, who is currently puppeteering Moskvin. Ah, Corbett. He's just being his usual self, I see. This isn't a good place. Stay close to me and do whatever I say. And so it hits the fan. This way should lead us to Polyanka. And it's very close to Polis. Anything could happen on the way there. Well, what do you mean? People tend to see things here. Some see the past, others the future. Great! Terrific! Hallucinations! The scientists at Polis tend to write it off as such. But I think this is something more profound. Polyanka shows people things that have to be seen. What? Oh Gott, jetzt können wir hier auf den Computer. Let's go and see what it has in store for us. Oh nö. Thank you.
Ach Gott. Och nein, das weg. Ach nein! Und welche Sachen, die hier passiert sind, die wiederholen sich jetzt immer und immer wieder. Oh Gott, das ist schlimm. Aber anscheinend ist es ja so, dass wir das aus irgendeinem Grund jetzt sehen. Pullman! Pullman, wake up! How are you? I'm okay. Let's move then. We shouldn't stay here for long. Das wird gleich wieder weg. Wie lange ist denn diese Bahn hier? Anomaly, don't move. It senses movement. What? Story to tell back at the base. Ja, dann müssen wir erstmal zurückkommen. Looks like it's here. Press the button. Stench is something else. Yes, it's definitely here. Just push the button. Oh, sure. Naja. It just has to be this way. There's never any alternative. Looks like the mutants built a nest somewhere close by. Stay sharp.
fence should lead us to Polyanka. Let's go. Ach Gott, mach doch das Feuerzeug nicht weg. Dankeschön. You know, I've noticed the tendency. What kind? Well, whenever we go somewhere, weird shit starts happening. Oh Gott. Calm down. Huh. Wow, I almost shit myself. You thought it would get me. Hush, shh. Well, what is that? Quiet. Listen. Nein! Der Knopf! Oh, damn! I never saw this many rats in my whole life. There's a lot more. Ach, du Scheiße! Krass, sind das viele. We've got to turn the light on. Are you really thinking all these rats will just go home if we turn the lights on? No, but I know for a fact that wires with current in them attract electric anomalies. There's one quite close by. Well, there's a lot of things close by, except for... Was ist denn hinter Tür Nummer 1? Was ist denn hier mit dem Ding gewesen? Könnte ich das nicht auch? Nee, kann ich nicht. Wie das mir einfach nicht hell genug ist hier drin. Ah. Ach Gott, das ist ja nervenaufreibend. Das ist doch jetzt direkt hinter mir. Ich hab dich heute erwartet. Ich hab Kuchen da. Just don't move. Oh, no way I'm good.
sure takes its time. You know, Khan, I think the anomalies aren't reliable enough. Let's just shoot them all. Hush! Just shoot them all. Hast du mal gesehen, wie viele das sind? Na, ja, geht doch. Wow, such a show. Time to go. A shame so much meat is going down the drain. Hallo? Noch auf? Ja. Gruselig. We're almost at Polyanka. So, is it time to open champagne yet? Ja, ich glaube, wir sind durch. The station is usually quite empty. No human, nor beast. Empty, you say? Somehow this seems unlikely. Ja, jetzt sind bestimmt auch irgendwelche schlimmen Sachen passiert und die sehen wir jetzt alle. In welchen Visionen. So, verdammte Kessel. You said it was empty. Empty, but not your regular empty. Let's go. Do as I do and don't talk to them, whatever happens. You can talk to me, but not them. Whatever you say, Chief. Everyone's dead. Everyone. Yes, just you and me. Just us two left. How can you be so indifferent? Well, we are alive, huh? It's as if you're not glad to be alive, man. I am, but that's what I mean, William. Sonst erzähle den Geistern hier ans Lagerfeuer. They think they're alive. It's just an anomaly. They don't think on. They're a hallucination. Well, guys, let's have a drink. To living. Drink. Now. But you told me I couldn't talk to them. And now I tell you to drink. Ah, well, why shouldn't we, eh? To luck! Oh Gott, jetzt geht's aber schon richtig los. Great stuff. Yes, yeah, listen to me, huh? You're not a bad guy, you're not. But you keep to yourself too much. Always sitting with your books, even talking you into getting a drink and stuff. Now we lighten up a bit, huh? Yeah! Or you'll just end up all alone. Kostik, bring them in. The damn cord! Get ready, man.
Oh, das dauert ja ewig, das Ding zu laden. Everyone. They flanked us. The station is a bloodbath. We took the women and children out through the side passages, but they can't hold the south entrance. We've got to do something. Khan, Kuzmich, get to the storage on the double. We'll blow the south entrance now. Kostik, stay here. Okay. Got that. Let's go, Khan. Die Waffe ist mir lieber. Was? Er hat ihn doch jetzt nicht umgebracht mit dem einen Schlag, oder? Och komm. Du bist mir lieber. Oh Gott. Jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Geht's jetzt hier weiter oder geht's in die andere Richtung da vorne weiter? Da waren wir nämlich auch nicht. Oder kommen von da vorne einfach unendlich und wir gehen jetzt hier weiter. Ich will mal gucken, was da vorne noch ist. Zeig ja die wieder die Waffe. Anscheinend nicht weiter. Und hier geht's irgendwie auch nicht weiter. Ja, dann ist das da hinten der einzige Weg. Aber anscheinend spawnen wir hier nicht Gegner. Ach, ich hab die andere Waffe getauscht, ich Idiot.
Hat sich natürlich hier unten ewig viel Munition verballert. Ach nein, ich hab hier... Ich gewöhne mich da nie dran, dass man auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad 3 Waffen hat. Ich habe das ja auf... Das kann ich nicht mitnehmen. Ich habe das ja auf schwer durchgespielt und da hat man eine 2 Waffen. Jetzt da vorne hinbringen. Oh, wer auch immer eine Sniper, eine Shotgun gemacht hat. Ich wollte nur so Kimmo und Korn nehmen. Ich kann das nicht mitnehmen. Ich muss wahrscheinlich einfach da vorne die Bombe platzieren. Einfach. Hat er jetzt die anderen zwei quasi damit umgebracht? Jetzt nicht gecheckt. And that's how it happens sometimes, Ullman. I don't know why Polyanka decided to show this to you too. I only hope you'll never have to face a choice like the one I faced then. Wo kamen denn die anderen beiden jetzt überhaupt her? Let's go, Khan. Aber okay, das ist jetzt quasi von Kahns Vergangenheit ein traumatisches Erlebnis. You're right. Okay, und damit sind wir schon durch. War Kahns DLC. Dann bleibt jetzt noch auch Annas DLC. And here we are, the exhibition, close to your home station. You know, I barely escaped those missiles. I was searching for Hunter until the very last moment. My father didn't know, of course. You know, I'm glad my father sent me with you. I've wanted to shoot a Dark One myself, ever since they killed Hunter. And if you have second thoughts, don't worry, I'll do it. Okay then. Good luck. Das ist echt manchmal ein bisschen Quatsch. Wenn es im Grunde automatisch abläuft, dann musst du noch an der richtigen Stelle nochmal E drücken.
So, jetzt? That's some fine wasteland. You guys sure did a good job here. It's strange. What could still be burning after all this time? Können jetzt quasi Rückendeckung geben. Well, it doesn't matter. Move towards it. I'll cover you. I see some kind of movement. Get ready. On the right. Those aren't dark ones. They're watchmen. I'm working on them. Den hat der doch jetzt, oder? Ach Gott, wie schieße ich denn? One down. Reload. That hole was not locked. Get ready for more. One down. Another three. Let's do it. Missed it. Look, there's more in the reeds. Changing clip. This one's down. Man. One more. Reload. I missed it. Down. Changing clip. Looks like we pretty much cleaned the place. How are you? Hey, you all right? Hey, Artyom, you're doing a decent job. Maybe you're more than a rabbit after all. Okay, go left. There's a way around. Changing position. Okay, weiter. Something at the edge of the crater. A tree is blocking my view. There it is. Damn, it's fast. How does it do that? Come on, follow it. Ich geh jetzt hier hinterher. Found it. Got it marked. Faster. Follow it. See it? You're going down, you little fucker. Ja, wissen wir doch mittlerweile, dass es voll dumm ist, auf das zu schießen. What the? Artyom, what's up? Do you read? Artyom, are you okay? You freak, you're going down! Hold on, I'm coming. Ach, siehst du da hinterher? You don't know anything? Not that thing.
Rangers found a strategic storage bunker here, and it's full of supplies, at least 1,000 years worth. Well, so what are we doing here if it's already been found? You think... Here, freak! I'm gonna hate you for this! The commies are near! Eat this! Da ist noch irgendwo einer. Got to move. I don't like it here. Why? Everything seems all right. Felix has always been afraid of... Ach komm. Very close now. We're still up here. We've completed the search for all squares of Circle to 7, with no results so far. I'm almost there. You still have half an hour. Can you make it? Yes, we're still up here. I've sent two groups to 7. We'll be done any moment now. I see. Then we'll still be able to search the central sector today. Yes, we're still up here. Artyom? Artyom? Das war echt kurz. Aber ich glaube, das war's. Jetzt sind wir durch. Ja, ich will noch ein kurzes Fazit geben. Also ich muss sagen, insgesamt fand ich es war ein sehr, sehr geiles Spiel. Außerordentlich gut. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass es echt so ein bisschen mehr in Richtung Action... Film gegangen ist, als es im ersten Teil war. Ich hätte mich gefreut, wenn es ein bisschen realistischer geblieben wäre. Klar, es gibt ganz viel übernatürliches Zeug und so, aber halt auch, dass man sich so die Magazine angucken kann und dass man nicht irgendwie Autos, die auf einen zufahren und gegenschießen kann, dann explodieren die und fliegen über einen rüber. Dass es einfach so ein bisschen mehr down to earth ist. Und bei den DLCs habe ich mich echt so ein bisschen verloren gefühlt. Ich finde, die hätte man mal ordentlich sortieren können, dass man irgendwie, dass es vielleicht nochmal eine Story oder so ergibt, aber so war es irgendwie so ein bisschen alles einfach zusammengeschmissen. Teilweise sind es irgendwelche Punktesammeldinger, teilweise sind es irgendwelche Story-Dinger, teilweise sind es einfach nur irgendwelche Baller-Dinger, wie jetzt das erste direkt. Ja, das ist irgendwie noch ein bisschen mehr... Bisschen sortierter. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den dritten Teil, der dann nächstes Jahr erscheinen wird.
Aber alles in allem auf jeden Fall ein tolles Spiel, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, geile Videospielreihe. Insgesamt fand ich den ersten halt echt noch einen Tick geiler. Aber so oder so, es lohnt sich.